Leute, was geht ab, Leute? Hier? Wir fangen den Vlog an mit Mittagessen, Leute. Ich habe Hunger. Puh. So sieht das aus, Leute. Saftig, saftig. Mama Special. Pita Burger, Hähnchen, Bacon, dies, das. Hohenzollernplatz, Royal Healthy Slices. Bisschen gehypt, aber auch ein bisschen teuer, muss ich sagen. Aber portionstechnisch schon stabil. Preise allgemein werden immer teurer. Heißt jetzt nicht, dass der überteuert ist. Ich meine allgemein jetzt. War jetzt nicht auf den bezogen. Ja, wie gesagt, ein bisschen gehypt. Hatte ich schon mal versucht zu testen, aber nimmt leider nur Cash an. Und in letzter Zeit laufe ich hier mit wenig Cash rum. Also ihr braucht mich nicht zu überfallen. Fett gekleckert, Leute. Leiden. So, gönnen wir uns. Ich muss sagen, ist lecker. Ist sogar ziemlich lecker. Das Pita-Brot krank. Chicken könnte saftiger sein. Aber sonst recht einfach. Saftiger Käse, saftige Soße, frischer Salat. 59 ist schon heftig dafür. Auch wenn es mega schmeckt. So 57 wären okay. Aber ich weiß ja nicht, wie das dahinter und so ist. Deswegen wolltet ihr ja auch das mit Tati wissen. Und das seht ja auch viele. Wie ist der Einkauf? Für wie viel kann man es produzieren? Für wie viel kann man es verkaufen? So ein Blick hinter die Kulisse ist natürlich auch spannend. So als Konsument weiß man das ja meistens gar nicht. War eigentlich doch echt richtig mega saftig. Kann man sich nicht beschweren. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. War echt saftig. Vielleicht checke ich da noch die anderen Sachen auch mal ab. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal. Donuts. Boogie Donuts heißen die. Oh, habt ihr glaube ich nicht mehr gesehen. Ist in Neuhausen. Und eine Alternative, die im Internet, Instagram, Foodblogger geworben wird zu World Donuts. Ihr wisst, wir waren am Start, das ist so das erste Food-Video, das in den Algorithmus so richtig angekommen ist. Wir haben damit jetzt die 10.000 geknackt. Wir haben ein paar Döner-Videos, die haben 2-3.000 geknackt, auch nicht schlecht. Fast so wie meine alten Videos, aber das war so richtig rein in den Algorithmus. Und Roll Donuts ist ein bisschen kontrovers. Die Leute regen sich immer auf die Schlange, die Preise. Und das soll eine gute Alternative sein. Und in 1-2 Wochen eröffnet noch ein neuer Laden. Wow Donuts sollen die heißen. Und was das Besondere bei denen ist, die machen mit Bubble Tea, also mein Interesse ist schon mal geweckt, Bubble Tea, aber kann mir nicht vorstellen, dass der Donut und Bubble Tea, also der Bubble Tea von dem Donutladen besser ist als die guten Bubble Tea Läden, die ich kenne. Ich kenne ja jeden hier in München. Aber wir haben eine Kollegin, die macht dafür ein bisschen Werbung und dann hat der Chong die Idee, yo, schreib die doch mal an. Vielleicht können wir auch ein bisschen Werbung für die machen, da dann bei der Premiere, bei der Eröffnung dann umsonst uns Donut schnappen. Das muss ich später noch machen. Das sagte mir schon seit einer Woche, ich bin nicht dazu gekommen. Das machen wir dann zu Hause. So, schauen wir mal. Die sollen saftig sein. Okay. Und hier sieht man, wie sie reingespitzt wurde. Okay, der ist saftig, Mann. Ich mag den weichen Teig. Es gibt ja noch einen Oldschool Donutladen, den haben wir auch schon mal abgecheckt. Dessen Teig ist ein bisschen härter und trockener. Wie man es mag, aber ich mag das weiche, saftige. Gut gefüllt. Ist jetzt nicht so crazy wie bei World Donuts mit dem Crossnut oder Cronut. Die hat auch ein paar Sachen mit Topping und so, aber taugt mir nicht. Ich bin ein Apfelzimt-Mensch. Habe jetzt auch bei allen Apfelzimt gekauft und bei Wow Donuts dann, wenn der öffnet, natürlich dann auch. Und vergleich alle. Der ist krass. 2,10 Euro hat er, glaube ich, gekostet. Für beide 4,20. Der ist krass. Also, der ist richtig saftig, Mann. Also, mir taugt dieses Weiche richtig geil. Und richtig krass gefüllt. So, wieder zu Hause. Donut war lecker. Pita Burger war lecker. Pita Burger meinte ich. Jetzt wird noch ein bisschen geschnitten. So ein neues Foto machen. Für meine Krankenkarte.
Sollte passen. Vlog geschnitten. Und das ist kein Donut. Ich habe ihr was anderes gekocht. Es war so ein... Oh, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, aber es war kein Donut. Der Donutladen war aber übrigens echt extrem gut. Vlog. Ich habe jetzt zweimal Outro vergessen. Zweimal. Das darf heute echt nicht passieren, Mann. Heute muss ein Outro wiederkommen. Das soll nicht zur Gewohnheit werden, dass hier keine Outros mehr gemacht werden. Und es werde Licht. Ich habe Fiverr engagiert. Also ich treibe mich gerne auf Fiverr rum, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Und lass mir da einfach alles machen, was ich nicht kann oder worauf ich keinen Bock habe. Da habe ich jetzt nachgefragt für ein paar Twitch-Sachen, so ein paar Emotes, Badges und sowas, Einblendungen, Kanalpunkte, das kleine Icon. Für die Jungs, für den 24-Stunden-Stream, schaut auf Freitag vorbei. Freitag auf Samstag wird es wahrscheinlich nichts mehr, natürlich. Das dauert viel zu lange, das ist dann für die Zukunft. Ich habe diesen Donutladen angeschrieben, der demnächst aufmachen wird, der mit Bubble Tea, also ein bisschen hier Business-Paar E-Mails geschrieben. Und dann für Groups, das ist ja der neue Auftraggeber, wo ich dachte, okay, ich übernehme das, kann ein bisschen was lernen. Ja, nicht so überwältigend. Also, ich habe jetzt so ein paar Standardsachen bekommen, wie ich bestimmte Influencer anschreiben soll. Und das ist so typisch, solche Sachen kriege ich auch. Und dann denke ich mir, Digga, was wollt ihr von mir? Das ist so richtig unpersönlich, richtig informell, so richtig. Wenn ich sowas kriege, ich will nicht. Und kein Wunder, dass die Probleme haben, da irgendwen anzuschreiben. Wenn das die Standard-Dinge ist, die man verwenden soll. Wisst ihr, was ich meine? Digga, so schreibt man doch... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich glaube, die lernen mehr von mir, als ich von denen. Ohne überheblich zu klingen. Oh mein Gott, sorry, falls das überheblich klingt. Aber das ist so dieses typische Standard, ey, Influencer XY. Und dann diese typische Text und dann, wir freuen uns mit freundlichen Grüßen oder so. Nee, Mann, echt nicht. So, das war's von mir, Leute. Heute vergessen wir das Outro nicht. Es ist Dienstagabend. Morgen muss ich vielleicht ein bisschen was für Hongs Tour machen. Und morgen ist der letzte Tag für die Abstimmung. Der Token Burn. Und dann hoffentlich passiert da mal was. Und es steigt ein bisschen. Und dann geht's ein bisschen mehr ab. Also das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Am Wochenende ist 24-Stunden-Stream von den Jungs. Das war's von mir. Investiert in Bitcoin.